Jeder Kontakt mit dem WA könnte die Operation der Alliierten noch mehr gefährden. Ab jetzt wird der Stecker gezogen. Wir sind auf uns gestellt. Wir wissen, dass Taylor nach Überlebenden des Geheimprojekts sucht. Sebastian Krüger ist abgetaucht. Verbleib unbekannt. Dr. Salim hingegen ist am Leben, und zwar in Kairo. Unsere Freunde der ägyptischen Armee haben ihn in der Ramses-Station. Einer der wenigen Orte, die nicht in NRC-Hand sind. Bist du noch da? Ja, ich war nur ganz kurz weggetreten. Ist eine gute Idee. Wir haben eine schlechte Lage gegen eine andere getauscht. Ja, zum Glück habe nicht nur ich ein Déjà-vu. Wir kämpfen mal verlorenen Posten. Taylors Daten helfen dem NRC beim Anvisieren strategischer Schwachpunkte der ägyptischen Militärverteidigung. Sie machen schnell Boden gut. Zivile Verluste sind hoch. Kairo steht kurz vor dem Zusammenbruch. Mach mal auf stumm, Junge. Hoffentlich redet dieser Doktor bald und verrät uns etwas Hilfreiches. Das wird er. Man versteckt sich nicht in Kairo, außer man möchte dringend vor etwas fliehen. Leute, wo seid ihr? Ich hab mich verlaufen. Ne, wir gehen jetzt mal nicht hin. Lieutenant Khalil? Oh, Hannes. Na. Danke für die Hilfe. Jetzt siehst mal, was Raps bringen, Alter. Obwohl wir offiziell ja gar nicht existieren. Rapsöl. Rapsöl. Siehst du mal, was Rapsöl so machen kann. Ist richtig krass. Wir hatten auch Verstärkung. Ich versteh's nicht. Drohnen, Roboter, Munition. Irgendwas. Rapsöl, die Ressourcen des Winslow-Abkommens sind infolge des Geheimnisverrats überfordert. Aber wir haben. Alter, wie wir in Slow-Mo gehen. Der Gefangene hat vielleicht Informationen über die Männer hinter den jüngsten NRC-Angriffen. Wenn wir sie fassen können, können wir eurer Armee mehr Unterstützung bieten. Direkter ausgedrückt ist die Lage für uns alle beschissen. Ihr braucht beschissen Hilfe? Wie ein Klogänger. Zum Glück konnten wir Dr. Salim vor dem NRC-Angriff festnehmen. Seid gewarnt. Wir können seine Sicherheit nicht viel länger garantieren. Und du machst auf Drohkämpfer. Unsere Ausrüstung ist zu schwach für die NRC-Roboter. Wie ist ihre Einsatzstärke? Ein Slowdancer. Weniger als 1000 Mann. Ein Dutzend Panzerfahrzeuge und eine Vitol-Staffel. Wichtige Vorräte sind knapp. Wie haltet ihr das nur durch? Bedankt euch bei Raúl Menéndez. Was? Raúl Menéndez war ein selbstherrlicher Heuchler. Der dachte, er könne die Welt verbessern, indem er alles zerstört. Seit den Angriffen von 25 bilden die Nationen des Winslow-Abkommens das schon wieder vorhin gesagt. Die ist ja jeder geschissen. Die ist aber arg geschissen. Direktenergie-Antidrohnensysteme schützen alle wichtigen militärischen, zivilen und industriellen Ziele der Verbünde. Falls man interessiert, Bayern Dortmund ist nur aus. Die Dads sind der Grund, warum wir noch hier sind. Kann sein, nur das ist nicht Menéndez Verdienst. Der Penner hat bekommen, was er verdient. Wir richten eine temporäre Überwachung ein. Ein Zugang zum WA-Kommando fehlt, aber ihr könnt unsere Systeme nutzen. Ja. Der Doktor befindet sich in unseren Verhörräumen. Akum, Alex. Dieser Wichser, Alter. Halt's Maul. Es ist mir völlig egal, wer Sie sind.
Sie halten mich ohne Grund fest. Ist das der Woods? Ich möchte sofort mit einem Rechtsvertreter reden. Der bin das ist der Woods. Setzen Sie sich! Der Tiger Woods. Ich mach das. Geh ruhig. Nee, der Woods. Diese Männer sind jetzt mal. Kennen Sie die? Kennen Sie sie? Nein. Nun, die kennen Sie. Zumindest wollen Sie es. Sie haben für die Biotech-Firma mit Namen Coalescence gearbeitet. Genauer gesagt, das CIA-Geheimprojekt überschreitet seine Grenzen. Das ist schon sehr lange her. Eine halbe Ewigkeit. Wirklich? Nun, die Vergangenheit holt Sie ein. Protokoll. Sie schweben in höchster Gefahr. Das NRC legt Kairo in Schutt und Asche. Und diese Männer wollen Sie wahrscheinlich tot sehen. Nun, als Ihr rechtlicher Vertreter empfehle ich volle Kooperation bei dieser Untersuchung. Ich war Verhaltenstherapeut für die Testsubjekte des Projekts. Diese Testsubjekte in Singapur? Waren Sie Freiwillige? Der Klang Ihrer Stimme lässt keine Zweifel, worauf Sie hinaus wollen. Genauso wenig Zweifel habe ich daran, dass Sie die Antwort auf Ihre Frage bereits kennen. Ich habe noch eine Frage. Hey! Hendrix! Zurück! Was ist der vereiste Wald? Scheiße! Vielleicht sollte Kane dich doch untersuchen. Hör zu, wenn ich eine Untersuchung brauche, frage ich den Doktor. Kane, womit haben wir es zu tun? Das NRC mobilisiert Truppen in der ganzen Stadt. Sie sammeln sich an Schlüsselstellen rund um den Bahnhof. Das ist ein Angriff. Zeigen wir es ihnen. Das ist bestimmt was Sommerstück, oder? Zu spät. Na! Na! Na, Rapsöl! Jo. Alles klar. Das sind halt die Outgamers, ne? Was soll der Mist? Standen wir gerade im Weg. Beleb mal hier deinen Kollegen wieder. Ja, weil du deutsch bist. Nur weil der Alex besser ist, du. Sagt wer? Farmer. Die Statistik nee. Auf jeden Fall nicht, ne? Er spielt Farming Simulator. Das heißt, er ist besser. Physisch. Mental und alles, Alter. Der Typ hat Farmer. Kenntnisse. Jo. Ah, es ist ein bisschen Rapsöl. Wer liegt da so beschissen auf der Ding? Alex. Aber dafür was? Ist da ein Sammelstück. Wo ist das? Ich komm zu dir. Okay. Aber ich höre nur das Sammelstück, dann gehe ich wieder. Ramses 1-1. Oberstes Ziel ist der NRC-Konvoi Richtung östlichem Kontrollpunkt. Ankunft in einem... Okay, ist doch das, als du, Alex. An alle Notfallverteidigungseinheiten, die Position verstärken. Verstanden. Benötigen Vitol-Transport, um die Trucks rechtzeitig zum Kontrollpunkt zu bringen. Bestätigt. Vitol-Transport auf dem Weg. Gehen wir mal, oder? Ne, Vitol ist Vitol. Oh, sehr toll. Oho. Haut aus, Alter! Wir müssen uns beeilen! Was ist das geil? Ja.
Was Kampf? Kampfgebiet? Rein da! Bin ich jetzt mit dem Hannes in einen Kampfwagen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe schon. Weil der Outgamer, der hat nichts drauf. Ich bin aber auch Outgamer. Wichtige Positionen, darunter die Metro. Ah, oh, auf das wolltest du hinaus, du Arschloch. Na. Doch. Du Schwein. Während wir den östlichen Kontrollpunkt gibt es keinen Gefangenen. Das ist eine scheiß Mission, ne? Ja, weil jetzt da. Dabei war es ja die beste Mission, was ich gespielt habe in meinem Leben. Mach jetzt mal. Ach, die war so. Oh, was denn so emotional? Wollen wir dein Handy auf Stumm, Alter? So, die Mission mit dem Trailer. Verdammt! Was war dein Plan, Pfadfinder? Stachelwerfer können ganze Gebäude zerstören. Wir wollten damit die Tunnelpfeiler schwächen. Aber die Mauer stürzte ein, bevor die Trucks in Position waren. Ladies! Ich sage, wir bleiben bei Plan A. Männer in Position! Jetzt! Männer auf die Mauer für Unterstützungsfeuer! Beschießt sie! Gönnt ihnen bloß keine Pause! Los! Kane, durchsuch das Stadtarchiv. Ich brauche die Position der Stützpfeiler. Ich brauche Zeit. Die Systeme beschädigt. Muss man im Auge suchen. Wer war das? Ich nie. Männer auf die Mauer für Unterstützungsfeuer. Beschießt die. Gönnt ihnen bloß keine Pause. Los. Kane, durchsuch das Stadtarchiv. Ich brauche die Position der Stützpfeiler. Ich brauche Zeit. Die Systeme beschädigt. Muss man im Auge suchen. Wir haben keine Zeit. Lol. Was tut's hier? Was magst du? Männer in Position! Jetzt! Die Stacheldinger brauchen wir später, ne? Unterstützungsfeuer! Okay. Beschießt die! Gönnt ihnen bloß keine Pause! Los! Kane, durchsucht das Stacheldinger! Ich brauche die Position! Ihr gehört, wir sollen ein paar Minuten schießen mit den Stacheldinger. Ich brauche Zeit. Na? Systeme beschädigt. Muss mit dem Auge suchen. Ich glaub schon. Okay, habe die südlichen Stützpfeiler gefunden. Ah, ich bin Verbindung unterbrochen. Checken die das von alleine, dass die mich wieder einladen sollen? Wir müssen das Feuer erwidern. Glaube ich nicht. Okay, checken es doch. Na, mein Sohn? Weg. Explosion bestätigt. Und das ist was gebrochen. Das machen wir jetzt noch dreimal und dann ist das ganze Ding hier weg.
Na. Noch zwei im Norden. Sende Koordinaten. Okay, da drinnen. Jackie, we need you. Ich wurde erwischt. Wie eine Fliege. Ja, richtig weggeklatscht. Könntest du am Best of von meine Lines schneiden, Alex? Deine Rhymes ist. Denn meine Rhymes sind tight. Und Motherfucker, ich trinke ein Sprite. Scheiße, was ist das? Ja. Explosion bestätigt. Ich glaube, dass wir jetzt alles wegsprengen können. Noch zwei im Norden. Sende Koordinaten. Verstanden. Hendrix, brauche Deckung. Hab dich los. Also. Na. Ernsthaft jetzt. Los auf Antenne spielen. Bestätigt. Stopper. Der Hannes, der kann es. Sag ja liebe Grüße. Schöne Grüße. Dankeschön. Hat keine, du musst ihn safen. Aber du liebst sie ja nicht mehr, nur noch die Kim, meinst du? Nee, ich lieb sie auch. Sie liebt sie, er liebt dich auch. So richtige Hode, Hannes. Okay, du musst es holen. Ja, auf die Scherenstellung. Ja, gut gemacht, Kacke. Alter. Weil du wieder mit die Leute redest. Nur wegen dir. Du hast eine Aufgabe. Eine! Ey, wenigstens erreiche ich was in meinem Leben im Gegensatz zu euch. Na, also? Das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Weil er mit seiner Mutter redet. Dann erreicht das wieder. Sende Koordinaten. Verstanden. Hendrix, brauche Deckung. Oh, was? Kai, was bist du da sagst? Kim ist auf Dauer, weil einfach zu langweilig. Brauch mehr Mord. Brauchst du mehr Mord, als wenn mein Bruder noch kann? Ja. Hannes. Ja. Danke. Er braucht die ganze Familie hier. Also, wenn du deinen Bruder fragen würdest, wäre das sehr dankbar. Wer feuert hier auf Kameraden? Ich hab das einfach auf das Ding geschossen. Mann, ja, alter Hannes. Ach, du bist doch fake, ganz ehrlich. Was kannst du nicht auf YouTube laden mit dir? Etwa Alex und auf die Autos. Noch zwei im Norden, sende Koordinaten. Verstanden. Hendrix, brauche Deckung. Ja, sowas kannst du nicht. Hannes? Wie viel Stacheln muss denn hier auf der hauen? Nein! Du da. Oh, Hannes! Ich mach dich fertig, Alter. Beleb mich schnell, dann sag ich's dir.
Was denn? Du musst an die Plattform direkt hingehen und dann den Stachel reinhauen. Ah, okay. Das sagst du doch nicht, was? Egal, setz nicht zu dem Typ aus, ey, Mann, wir Profis. Schieß drauf. Gibt's hier irgendwo Munition? Ja, hinten ist eine sonst. Warte, hab's schon. Dartst du uns vielleicht? Daten? Oh fuck. Ah, fuck. Explosion bestätigt. Einmal mit Profis. Aus der Kommando sofort hinrennen und auf eine hauen. Noch zwei im Norden. Sende Koordinaten. Verstanden. Also. Brauche Deckung. Genug dann mal den. Könnte man hören. Hä, von wo kam der jetzt her? We all know you, Alex. Das sind zu viele Leute, würde ich mal sagen. Explosion bestätigt. Vielleicht ist die Mission echt scheiße. Vielleicht. Alles klar. Bleib in der Textur hängen. Halt's Maul. Was versuchst du hier zu tun? Bei Textur und Backen wieder. Backen. Du musst nicht dann Alex, was sonst stirbt da gerade Kai. Aber auf mich hört ja keiner. Ja, was denn, wenn wir einfach random die Dinger sprayen und dann einfach explodieren lassen? Nein, steht nicht. Sicher. Du musst die den Boden rammen. Na, für die Gegner. Ja, für die Gegner ging es schon. Verstanden. Hendrix, brauche Deckung. Nur wie dieser Schwarm, Mann, da. Mit, da. Ja, wieso? Der sieht mich nicht mal. Ja, das machen wir echt komisch. So. Alles? Ja. I try to come wie ein Newcomer. Wow, was ist da jetzt wieder? Na, Textur. Kai, holst du ihn? Hey, bist du? Ja, warte, ich wurde. Who the fuck is Hank? Ich frag mich eigentlich, wie schwer das sein muss, wenn man es allein spielen wird. Aber wenn man dann weniger Gegner hat, aber trotzdem. Na, da ist genauso viel. Das ist der Scheiß. Na, hier ist genauso viel. Erst wer ist dieser Hank? Alles wieder ruhig.
Aber was anderes, wenn man auf meines Liste. Setzt ihr die Profis? Na, wir sind die Toten. Habt ihr die Agro von dem Typen? Ne, warte, wir gehen da. Ja, gut, setz. Nee, hallo. Müssen wir auch loben, das dauert mit dem G heute ein bisschen länger. Ich hab jetzt schon zwei Stachel gesetzt, also sagt mir nix. Na, nur weil ich dich beschützt hab. Klar, jetzt mit dass ich aber nebenbei noch 10 Gegner killt hab, das ist doch... Ja klar, nach jedem Ding hast du einen Checkpoint. Außer für nach jedem Stachel. Stachel wie eine Biene? Ich verstehe nicht. Ja, nicht. Du stirbst nach dem Stich wie eine Biene? Ja, wo sind wir jetzt an? Nein! Hä? War wahrscheinlich, weil der Henker eine gejoint ist, oder? Pfadfinder. Die Stachelwerfer können dieser Wichser, Alter, kannst gleich wieder verpissen. Aber die Mauer stürzte ein, bevor die Trucks in Position waren! Ladies! Ich sag... Was müssen wir eine Mission von Nein machen, oder wie? Wo ist der? Männer, wo kann man den töten? Unterstützungsfeuer! Beschießt sie! Gönnt ihnen bloß eine Pause! Los, los, los! Hä? Kane, durchsucht das Stadtarchiv. Ich brauche die Position der Stützpfeiler. Ich brauche Zeit. Systeme beschädigt. Was ist das Scheiß? Wir haben keine Zeit. Okay, habe die südlichen Stützpfeiler gefunden. Dich erstmal nochmal erstmal mit. Ja. Ja. Hä? Wer hat den oben am Dach nicht gekillt, Alter? Hast du gesehen, dass da Henkerinnen war? Ich bin da noch nicht gut. Alex. Warte, komm schon. Ha? Bin schon da. Oder was willst du? Na, hast du gesehen, dass da Henkerin war? Ich bin da noch nicht gut. Ja, also ich war nicht ein Dings, hab ich ihn gesehen. Also ich war herinnen. Weit waren wir immer hin. Explosion bestätigt. Karl. Kai, du Ei. Sam 2 im Norden. Sende Koordinaten. Verstanden. Hendrix, brauche Deckung. Herr Alex? Ja, komm schon. Bist du nicht selber zum Kai? Sie stirbt da. Ich bin nicht selbst, aber neben dir. Aha. Aber Kai, ja. Das ist jetzt weg. Lol, so scheiße, du hast mich doch wiederbelebt. Ja, ich weiß, das ist so scheiße, dass es nicht, die Zeit überbrückt. Ach meine Güte.